Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Intruders, wo meine Katze versucht, vor meine Bildschirme zu laufen. Das geht jetzt aber nicht, Schnucki Putzi. Da bist du mir vollkommen im Weg. Oh, so beleidigt auf den Sessel neben mir gesprungen. Ich habe ja in den letzten Folgen irgendwann erzählt, boah, das ist so lang und wir sind ja immer noch in Episode 1 und ich will gar nicht wissen, wie die anderen Episoden werden und ob die genauso schwer sind, bla bla bla. Wir sind gar nicht mehr in Episode 1. Ich habe mal nachgeschaut, was es noch so eventuell für Level gibt. Also im Menü, nicht mich gespoilert, sondern hier in diesem Menü, was es hier drin gibt, im Hauptmenü. Kann ich euch ja nachher nochmal zeigen. Und das Menü hat gesagt, wir sind in Level 5 bereits. Und da ich 5 Folgen aufgenommen habe, und Level 5 ist das für mich schon wieder eigentlich ganz in Ordnung. Wir müssen jetzt Irenes Pillen suchen. Also von der Dingsigkeit her ist es für mich in Ordnung, meine ich. Okay, wir können theoretisch komplett hier lang gehen und dann einfach eins hoch. Probieren wir einfach mal. Mal sehen, was passiert. Ich glaube nicht, dass sie in Räume kommen, aber warten wir es mal ab. Kann ich hier rein? Ich habe übrigens meine E-Funktion überprüft. Und damit ist alles in Ordnung. Es hat sofort immer beim ersten Mal reagiert und sowas alles. Also ich habe keine E-Störung. Oh. Die hat gerade gesagt, die hat was gehört. Aber ich glaube, hier ist keiner reingekommen, ne? Der Lichtschein wäre krasser zu sehen. Ich habe es jetzt noch nicht einmal die Flashlight genutzt. Weil ich einfach glaube, dass es mega kontraproduktiv ist, ne? So. Wir müssen wieder in den Schrittmodus. Wenn du weiterhin so laute Durchsagen machst, dann kann ich bald auch nicht mehr richtig atmen. Wir sind ja schon auf dem Weg. Was ist das eigentlich hier drüben für eine Tür? Bad wahrscheinlich oder so. Das ist ein Bad. I'll get my hands on you. I hear mice in the walls. Okay, der ist hier unten. Must be nothing. Must have been love. Nee, das war's auch nicht. Unten lang gehen und dann ganz hoch. Wollen wir das probieren? So. Und dann einfach 2 Stockwerke nach oben. Das ist zu einfach, das kann es nicht sein. Hier kommt gleich jemand.
Kann ich mich eigentlich... Irgendwie kann ich mich vorlehnen. Wenn ich S und F zusammendrücke, aber es funktioniert irgendwie nicht. Es wäre cool, wenn es auch hier so eine Lean-Funktion geben würde. Aber bin ich groß oder klein? Okay, ich war groß. Sehr klein. So, mal kurzer Lageplan. Die Treppe muss doch genau über mir sein, ne? Okay, ich stehe jetzt hier vor ihrem Zimmer. Bloß mal kurz zum Entspannen. Okay. Das ist unser Zimmer, merke ich gerade. Gar nicht Irene's. Aber... Da war der große Klotzmann. Klotzmann. Da 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 dam dam. Okay. Muss ich wahrscheinlich wieder hier über den Balkon rennen, oder? Komme ich, denke ich, am schnellsten. Draußen wird aber wieder einer spawnen. In your room, but I can't find your pills anywhere. They have to be around there. I left them on. Oh no! Hide, Ben! The monster's coming towards you! Gotcha! Is this what I'm looking for, Paul? So much pain for this? Für was denn? He's taking the pills with him! Ben, I need my medicine! Can you take them from him? I'll try. Wie soll ich denn das machen? Guck mal, ob der zurückkommt. Ah, da hinten ist er, glaube ich, schon, ne? Wartet er auf mich? Ich glaube, der wartet auf mich, ne? Okay. Ich wollte die Tür zumachen.
Muss ich noch näher ran? Ich höre gerade links Schritte. Okay, ich glaube, ich muss näher ran. You are not at all like I imagined you, Paul. Married and with children. You have a very happy family, don't you? Married with Children ist doch der englische Titel von Eine schrecklich nette Familie. And I love what you've done to the house. You could put on a concert here. It's clear that you are at the top of your game. The problem with being at the top is that the only way to go is down, and a long fall awaits you. Mit wem redet er die ganze Zeit? Also er redet mit unserem Vater, aber der hört's doch gar nicht. Okay, wir folgen ihm einfach weiterhin. Es gibt halt auch keinen Außenrumweg, oder? Nicht wirklich. Oh Gott! What a surprise! A boy! It's a boy! Ich habe keine Ahnung, wo ihr im Schrank war. Okay. Ich glaube aber, das war irgendwie geskriptet oder geplant, dass das passieren muss. Sucht er mich jetzt noch oder kann ich ihm jetzt wieder folgen? Der ist aber unter mir, ne? Irene, I haven't been able to get the pills. Kommt jemand die Treppen hoch, oder? Es hat so klick, klack gehört, sich angehört. Okay, also wieder runter in den Keller. Wow.
kannst gar nicht wissen, dass ich hier drin bin. Verpiss dich. Okay. Ich habe gerade keine Orientierung. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier drin bin. Deswegen... Ich bin in dem Zimmer. Kann, wenn ich hier rauskomme, die schmale Treppe bis ganz nach unten nehmen. Okay, ich stehe aber so. Ich stehe gerade so, dass ich hier gucke. Also links von mir, die Tür ist richtig. Und dann muss ich nach links den Gang lang gehen. Okay, ich sehe niemanden. Ich bin zu weit gelaufen, ne? Musste ich nicht hier lang? Komm nicht mehr rein, oder was? Okay. Den Trampelweg kennen wir ja schon. Oh, fuck. Are you okay? Sweetie, you could have hurt yourself. Were you able to get help? I tried, but they blocked the computer somehow. I couldn't do anything. Dad, Irene needs to take her pills, but that man has them. Paul! Ben, you need to get into my laboratory, just above my study. I'm sure there will be more pills in there for Irene. Why do you keep the pills there? Don't ask questions, Ben! Go up the stairs next to my office. The code for the door is 4891. Get in, take the pills, and get out. Do not touch anything else. Understand? They're heading for the cellar! Ja, ich warte das sowieso jetzt ab. 4891. Ich suche gerade einen Zettel. I'm gonna take a look. What do you want now? I think the time has come to explain what's going on here. The house is completely isolated. I've cut the landlines, there's no internet connection, and we have your cell phones and laptop. Mr. Richter. You have no choice but to collaborate with us. Someone will realize what is happening. You've taken a week off in your luxury vacation home. No one will be surprised if they don't hear from you during that time. How do you know all this? We also happen to know that there is a laboratory behind the door of the second floor. We have been hired to retrieve the formula that you've hidden inside there. Are these the pills? Yes, that's what you have been looking for. Take them and please leave us alone! He's lying. If these were the cure, he would never admit it. In any case, the pills wouldn't be of any use to us without the formula, not to mention the research data. Mr. Richter, you just need to give us the password to access the laboratory. We'll just take your research, and then we'll leave. Oh, we don't have any choice. Give it to him. They're lying, Jane.
To use my research, it's not enough to make a copy. They have to be the only ones with the formula. And for that, they have to delete my files and then kill me. That won't be necessary. Of course it is. The formula's in my head. I created it. I have no intention of giving it to you no matter what. I need that formula. It can't be true. Paul, honey, you more than anyone should know that there are worse things than death. We have all night to play on your strings. Sooner or later, we'll get our hands on your kids. If you're not reasonable, I'll have to make my own music with them while you watch. Could you bear that? I'll leave you to think it over. Please wait! Ob ich in der Zeit einfach hätte nach oben laufen können und hätte ja nur einen Gegner gehabt? Oder die hätten mich sofort gesehen, wenn ich rausgegangen wäre. Hätte natürlich auch sein können. Okay, die bleibt jetzt hier drin, oder was? Ist ein Weinkenner. Oder ein Freund von Flaschen. Oh, mal jetzt mal wieder ordentlich hinsetzen. Oh, liebe Leute. Was auch immer passiert, wenn wir in dieses Labor gehen, da wir in der letzten Frage bei Episode 5 waren, sind wir jetzt wahrscheinlich bei 6, denke ich mal. 8 hat das Spiel insgesamt. Ja, ich glaube, die bleibt einfach da stehen. Müssen wir wahrscheinlich, wenn die geradeaus guckt. Ich weiß jetzt nicht ganz, wo es hier rausgeht aus dem Zimmer. Deswegen... Ich höre noch Schritte von dem anderen Typen anscheinend. Die wartet bestimmt, bis ich rauskomme. Aber, liebe Leute, ich schlage vor, das machen wir nicht mehr jetzt, sondern wir versuchen in der nächsten Episode, das hat ja Gott sei Dank gespeichert, dort lang zu kommen. Ein bisschen rasanter zu sein scheint ja auch zu funktionieren. Oder ich habe mich bei den anderen Malen ein bisschen doof angestellt oder wie auch immer, keine Ahnung. Also bei den ersten Folgen war ich ja furchtbar. Aber schauen wir mal, was der Rest jetzt hier noch bringt. Wie wir die Familie vielleicht sogar retten können. Und was das für ein komisches Mittel ist und warum er diese Maske die ganze Zeit trägt. Hat er irgendwas im Gesicht, irgendwas, was sich bildet? Also körpermäßig bildet? Naja, mal gucken. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.